Moin Moin und herzlich willkommen zu diesem Let's Play Paladin. Und zwar sind wir in der letzten Folge hier oben im Haus der Konstrukte unterwegs gewesen. Und heute in diesem Let's Play geht es weiter mit dem Haus der Seuchen. Da wollen wir mal gucken, was wir da alles machen müssen. Ich zeige euch natürlich auch wieder hier, bevor das losgeht, einmal wieder die ganzen Quest-Chains, die wir da machen. Da gibt es auch noch was Cooles, so ein cooles Pet kriegen wir da raus, den seuchengeborenen Schleim. Und ein paar Aufgaben haben wir da zu erledigen, also starten wir einfach mal direkt rein. Nach dem kurzen Intro geht's los, also bleibt dran. So, erstmal müssen wir uns natürlich auf den Weg dahin machen. Das bleibt ja auch nicht aus. Etwas nicht ganz so unchristliche Zeit mehr. Hab die letzte Folge vor dieser Folge aufgenommen. Also manchmal nehme ich dann immer mal so ein paar Folgen am Stück auf. Das bietet sich eigentlich auch immer an. Und das Gute ist, jetzt kann ich mir auch bei Buurken da mal eben schnell den Flugpunkt holen. Den kann ich dann nämlich immer direkt runterfliegen. Muss ich da nicht ständig immer direkt vom Theater der Schmerzen da runterreiten. So, schnell an denen vorbei. Scheinen da sehr beschäftigt zu sein. Einmal hier um die Ecke rum und dann sind wir auch gleich schon da. Also, das wirkt sehr riesig, das Gebiet. So riesig ist es eigentlich gar nicht. Au, der tat weh. Da hat er mir noch einen in den Hinterkopf geworfen, ne? So, 200 Meter noch, dann happy dead. Also der erste Teil mit dem Haus der Konstrukte hat mir super gefallen. Ich bin jetzt gespannt, wie das beim Haus der Seuchen gleich sein wird. Das ist bestimmt auch sehr, sehr, sehr creepy, scary oder so. Also schauen wir einfach mal. Erstmal mit dem Ach, da Marilette seid ihr reden. ja, mein Lehrling. Wir haben viel zu tun. Juhu. Euer Lehrling, was redet ihr da? Nun, mein Lehrling, Bescheidenheit ist unnötig. Ihr müsst mehr Vertrauen in euch selbst haben. Ihr seid meine klügste, hingebungsvollste Schülerin. Es wäre unnachlässig von mir, ein solches Talent nicht durch individuelle Unterweisung zu fördern. Ich habe mich nur gefragt, wo ihr geblieben seid. Wir müssen nun noch den Trank für Markgräfin Stradama fertigstellen. Sie wird sicher gespannt auf eure Fortschritte sein. Vielen Dank für eure Hilfe. Mein Lehrling, ich habe überall nach euch gesucht. Ihr kehrt gerade rechtzeitig zurück. Markgräfin Stradama wartet auf den fertigen Trank. Insektenstiche. Markgräfin Stradama wartet sehnsüchtig auf die Fertigstellung unseres neuesten Tranks. Allerdings scheine ich meinen Vorrat an Giftbeuteln verlegt zu haben. Wie peinlich. Ich bin in letzter Zeit irgendwie indisponiert. Würdet ihr mir bitte einen Gefallen tun und noch welche holen? Ohne sie können wir unsere Arbeit nicht fortsetzen. Sporen über Sporen, mein schlauester Lehrling kehrt endlich zurück. Ich war in Sorge, ich hörte lautes Gerumpel, während ich an einem meiner Experimente arbeitete und ehe ich mich versah, war ich hier und ihr wart verschwunden. Es ist gleich, wo ihr wart, jetzt seid ihr zurück und es gibt viel zu tun. Kommt, wir müssen zuerst unsere Zutaten holen. Könnt ihr riechen, wie die Sporen um uns herum keimen? Wir sollten ein paar für unsere Unterfangen nehmen. Lebt wohl. Lecker. Tal der tausend Beine, das klingt auch immer sehr gut. Oh, ne, der ist ein bisschen böse. Der ist groß und ist eine Elite. Den können wir, glaube ich, mal so direkt links liegen lassen. Hier, da, ach genau, das war das ja. Mit dem einmal ziehen. Flatsch sagt das. Schrenige Sporen gesammelt. Lecker. Zack. Und dann hier, den nächsten. Aber vorher dürfen wir erstmal mit dem virulenten Ungeziefer eine Runde kämpfen. Da nehme ich mir noch mehr an. Noch ein mehr mit dazu. Das ist mir zu wenig, einer. Vielleicht noch einen dritten, dann haben wir das auch. Vierten. Ja, dann machen wir halt vier. Ist ein bisschen mit Movement hier. Mal gucken, ob wir da drin stehen bleiben können. Das gibt uns aber eigentlich auch nicht so. Nee, ist nicht so schlimm. Mal wegmachen. Ein bisschen Weihe auf dem Boden. Dann machen die weniger Schaden. Das ist der Clou. So, jetzt haben wir die vier. Die kann ich kürzen, ne? Oh, geil. Ein Giftbeutel aus vieren. Na, das ist eine sehr gute Quote. So. Ich weiß nicht, wie das ist, aber manchmal hat man schon das Gefühl, auch wenn du Quests machst, egal ob du viele angreifst oder nicht, du kriegst nicht immer. Aber wenn du die einzeln machen würdest, dann würdest du fast immer so einen Giftbeutel bekommen. Aber wenn man die, sag ich mal, vier Pullen, ja, dann musst du halt trotzdem nochmal die nächste und die nächste Gegnergruppe machen, bis du dann wirklich alle beisammen hast. Ja? So, knüppeln wir da auch nochmal rein.
Jetzt machen wir den mal einzeln. Das könnte durchaus sein. Ja, ein Stun ist auch immer schön. Zack, fällt er um. Ja, da war auch nichts drin. Aber Kirschen. Geil. Also das ist eine Quest, da kann man mal ein bisschen seinen Kirschen hochbringen. Perfekt. So. Platsch, 3 von 8. Oh, den wollte ich gar nicht mitnehmen, aber nehmen wir den jetzt auch mit. Das ist ja nicht weiter wild. Halt, ach, das hätte ich andersrum benutzen können. So, den einmal. Und den und den nächsten. So, 2 Stück und ein Giftbeutel. Das war schon eine bessere Quote. Schauen wir mal. Ich komme immer noch nicht so ein bisschen drauf klar, dass das irgendwie so diesen Seuchenaspekt, ja. Man denkt immer hier mal Draxus-Krieger und so. Das passt nicht so ganz. Aber ich glaube auch gerade diese Kombination macht das dann ein bisschen ungewöhnlich. So. Jetzt. Das geht auch echt, echt einfach. Hatte ich ja genau, ich hatte noch eine. Achso, die Brustplatte hatte ich bekommen. Die sind gedroppt. Sind die besser? Ne, die sind schlechter als das, was ich hatte. Oh ja, die Gelenkbänder. Crit und Vielseitigkeit. Nehmen wir die mal mit. Bob. Und ja, diesmal sogar 2. 4 von 6 haben wir jetzt. Hornkirschen dann auch auf 37, 38 jetzt. Also das ist einer der einfachsten Berufe überhaupt in ganz Shadowlands. Kirschnerei und Bergbau, Alchemie, du brauchst, Kräuterkunde braucht man ein bisschen länger. Weil man natürlich nicht immer so häufig so viele Spots findet. So, 6 von 8. Haben wir das auch gleich. Ist ja einmal die Ressourcen einsammeln hier, damit wir gleich unseren Trank brauen können. Lecker, der schmeckt bestimmt noch Cola oder so. Zack. Und geköschnert. Flop. Ich muss sagen, die Musik finde ich auch eigentlich ganz cool im Hintergrund. Passt irgendwie auch zu dem Gebiet. So, das haben wir jetzt. Und jetzt brauchen wir noch 2 Giftbeutel. Schauen wir mal. Von dem da und von dem. Dann haben wir schon mal 3. Vielleicht haben wir das Glück und kriegen auch gleich alle beide. Nee, die Fähigkeit finde ich, also bei mir stehen ganz hoch die Kyrianer jetzt schon im Kurs. Von der mit der Glocke, das ist einfach ziemlich overpowered. Da merkt man auch den Unterschied, ne? Dass das jetzt hier nicht so wirklich viel Schaden macht. Das war bei den Kyrianern wirklich besser. So, Nummer 2. Ich loote mal zwischendrin. Einen haben wir schon mal. Cool. Und den zweiten. Jawohl, wunderbar. Jetzt haben wir auch alle 6 und können die Quest dann wieder einmal abgeben. So, Flop. Insektenstiche, Sporen über Sporen, ja. 42 mit dem Kirschen. So, wir schleichen uns mal hier rum. Dann müssen wir nämlich nicht mehr kämpfen. So, gucken wir mal. Hört ihr sie? Wo habe ich nur meine Giftbeute gelassen? Ihr habt meine Giftbeute gefunden. Was für ein hilfreicher Lehrling ihr seid. Fleißig. Was für herrliche Sporen. Möchte jemand frischen Schleim? Obwohl wir beide händeringend diesen Trank fertigstellen möchten, ist eure beste Lektion hier Geduld. Geduld und Schleime natürlich. Dank der Schleime läuft unser Labor wieder. Wie ich euch gelehrt habe, verbindet eure Zutaten im Kessel. Verrührt sie, bis sie zähflüssig werden. Ach, was rede ich da? Als ob ihr noch nie euer eigenes fühlendes Wesen zusammengebraut hättet. Macht weiter, die Schleime rufen. Der Kessel wartet schon auf euch. Ja. Und wenn ihr bereit seid. Das ist zu weit entfernt. Dann nehmen wir einmal einen Giftkrug. Schon Gift. Ein Tröpfchen Gift für die Viskosität. Oh. Mehr in den Kessel. Ein paar Sporen, die als Katalysator dienen. Okay. Und eine Sache fehlt jetzt noch, ne? Sein Kopf oder so? Wo ist denn das jetzt? Ne, ich muss umrühren wahrscheinlich. Genau, Kessel umgerührt. Die Mischung darf nicht zu früh gerinnen. Mixtur gemischt. Wunderbar. Rührt den Kessel noch einmal um, dann seid ihr fertig. Kombinieren, das ist auch gut. So. Riecht so hübsch. Schön, euch zu sehen. Was für ein edler Schleim. Geil, solchen geborener Schleim.
Das ist auch gut. Sondermüllsammlung. Findet 6 Stück Laborausrüstung. Ah, Schleime, teure Freunde und äußerst nützlich. Sie werden uns helfen, diesen Trank zu brauen. Aber unsere Werkzeuge sind wohl überall verstreut und baden in Giftmüll. Gräfin Stradama wäre sehr enttäuscht über meine Ignoranz gegenüber der Laborsicherheit. Euer Schleim kann den Giftmüll durchkämmen und die Schadstoffe der Seuche verdünnen. Zieht die gesäuberte Ausrüstung einfach aus dem Körper eures Schleims. Schleime, was würden wir ohne sie machen? Okay. Komm näher, mein Lehrling. Ich habe eine Mission von dringender Wichtigkeit für euch. Kürzlich ist ein Totenbeschwörer zu unserem Haus gekommen, den Lich Markgräfin Sidane geschickt hat. Er hat so freundlich gewirkt und war stets bereit, bei den instabilsten Schöpfungen meiner Herren zu helfen. Aber ich habe dazugelernt, wie er herumgeschlichen ist und in unseren vertraulichsten Experimenten herumgestochert hat. Er wollte unsere Schleime stehlen, ich weiß es genau. Ihr solltet ihn scharf verwarnen. Stellt sicher, dass er unseren Freunden kein Leid zustößt. Trefft mich im Haus der Seuchen, wenn ihr fertig seid, Lehrling. Unsere Arbeit geht weiter. Auf Marilets Tisch liegt etwas, das wie ein altes, zerflattertes Tagebuch aussieht, in dem Seiten fehlen. Die lesbaren Einträge scheinen von Marilet vor dem Untergang seines Hauses geschrieben worden zu sein, als er noch zurechnungsfähig war. Vielleicht werdet ihr, wenn ihr die fehlenden Seiten des Tagebuchs findet, einen besseren Einblick in das bekommen, was dem Haus der Seuchen widerfahren ist. Okay. Tagebuchseiten, Schleime, nom nom. So, gucken wir mal. Achso, genau, den Schleim, den muss ich ja erstmal lernen. So, den haben wir jetzt auch. Seuchengeborener Schleim. Schlobby Bobby. So, das kann ich so. Unterbricht er mich? Nee. Nee. Ach, das ist ja genau, das ist das einfach aus dem Schleim rausziehen hier, ne? Sammeln. Zack, eine Laborausrüstung von 6. Ich finde immer, ich sage auch immer in Dungeons, das sind Gummibärchen, ja. Skelettgummibärchen, wer kennt sie nicht? Die guten alten, leckeren Skelettapfelgummibärchen. Das ist immer ein cooler Gegnertyp. Oh, was Neues. Hat so irgendwelche 1000 Spinnen und so ein Zeug. So, das war. Wenn der Primus fort ist, bahnt sich ein Bürgerkrieg an. Markgräfin Stradama vertraut mir ihre Ängste an. Ohne Anima stagniert unsere Arbeit und somit auch unsere Macht. Das finde ich gut, dass es vertont ist. Also, das gefällt auf jeden Fall. Wir müssen auf jeden Fall genügend Schleime noch hier wegkloppen. Das passt das, dann kann man die auch nochmal eben wegmachen. Für die Tagebuchseiten. So. Solchen getränktes Überbleibsel. Ja, ich bin eher für Apfelgummibärchen, das war's besser. So, ist Seite 2. Das Haus der Rituale will uns mit Anima versorgen. Stradama und ich vermuten ein doppeltes Spiel. Doch unser Haus kann nicht ablehnen. Wir müssen wachsam bleiben. Mal gucken, ob das jetzt funktioniert. Den hatten wir ja vorhin. Ja, das geht auch ganz gut, ne? So ein paar Fiolen. 4 von 6. So, komm mal her hier. Du bist der Nächste. Ist auch geil, ne? So ein großer Tempel. Kennt ihr das Spiel A Boy and His Blob? Das, so fühle ich mich gerade hier mit dem Blob, da der hinter mir herläuft. Das war auch ein geiles Nintendo-Spiel. Auf dem NES gab es das damals. Ich weiß auch gerade nicht ganz genau, ob es davon nicht mal ein Remake gab. Aber das ist auch ziemlich cool gewesen. Moment, da konnte man nämlich diesen Blob, konnte man so Bonbons zuwerfen. Und dadurch hat er sich dann in eine Leiter verwandelt oder in so einen Regenschirm und so. So. Da, du bist der Nächste. Für die nächste Tagebuchseite. Klonk. Und den nächsten. Bam. Da, dritte Seite. Nichts öffentlich Verrat vorwerfen. Also habe ich einen neuen Trank ersonnen. Ein letztes Mittel, um Stradama zu schützen, falls nötig. Ich bete. So weit kommt es nicht.
Ja, ist ein bisschen schon verzweckt da, ne? So, die letzte. Ja, die letzte Laborausrüstung, die haben wir dann auch. Da müssen wir ganz da hinten hin. Muss ich noch eine Tagebuchseite, die mir noch fehlt hier. Aber da können wir eigentlich einmal hier direkt durch, damit wir zum Boss da hinten hinkommen, den wir zurechtweisen dürfen. Da ist er, Corrin der Gerissene. Solch ist fort und ihr werdet folgen. Ich glaube nicht. Es klonkt ein bisschen im Gebälk. Der Paladin ist im Haus. Haus der Seuchen. Alter, das dauert bestimmt 100 Jahre, bis ich meine Ausrüstung wieder gesäubert habe hier. So, das war der zweite. Jetzt haben wir gleich eine Tagebuchseite dabei. Ja, schade doch nicht. Den dürfen wir doch noch einmal ran hier. Aber den nehmen wir mit. Und den nehmen wir auch noch mit hier. Komm, Hammer ins Gesicht. Oh, zu spät. Leider können wir. Achso, ich könnte den einmal stunnen hier, ne? Zack. Das ist so ein bisschen das vergessene Apfelgummibärchen. Das liegt noch ein bisschen, hat ein bisschen Sonne bekommen, ne? Bisschen ausgeblichen, der Junge. So, komm jetzt. Nein, 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 nein. Nichts mit Überzug. So, vierte Seite. Das jetzt. Haus der Seuchen. Vernichtet. Wo ist Stradama? Ich muss den Trank herstellen. Ich muss. Okay, dann kann man ja ein bisschen auch irgendwie verstehen, dass er so ein bisschen eine Klatsche hat. So, da müssen wir jetzt hier dran vorbei. Und sind dann da unten. Ach, genau da kommen wir jetzt hin. Yes, mit dem. Da, mit dem Trank. So. Wieder drei Aufgaben fertig. Ich habe auch gleich Level 55. Da fehlt nicht mehr viel. Und Questlog ist um ein paar EPs. 89,66% happy. Dann können wir jetzt mal eben schnell hier das abgeben. Hier entlang, Lehrling. Erst den Flugmeistermeister. So. Flugmeistermeister. Was habt ihr heute erschaffen? War euer Schleim nützlich? Bestimmt. Ihr und euer Schleim formt eine Bindung. Warum fühle ich mich so leer? Unsere Schleime werden sicher sein, mein teurer Lehrling. Studiert fleißig. Oh, was sind diese Dinger? Haben unsere Kollegen diese Notizen verlegt? Wie unordentlich. Gute Arbeit, mein Lehrling. Das Labor funktioniert wieder. Jetzt brauchen wir noch eine letzte Zutat, um den Trank für Markgräfin Stradama fertigzustellen. Ihr müsst zum Gewächshaus laufen. Ich habe einen Zweig Angstschatten kultiviert, der geerntet werden kann. Ich werde die anderen Reagenzien vorbereiten, während ihr unterwegs seid. Seid vorsichtig. Genießt die Feldangstschatten. Yep. Ist das Lieblingsreagenz von Markgräfin Stradama. Trefft mich im Labor, sobald ihr es habt. Und... Oh. Ja, jetzt fängt das auch so langsam an, alle Ausrüstungen auszutauschen bei mir hier. Haben wir eigentlich noch irgendwas aus dem Pre-Patch? Ich glaube... Schattenlande, Bastion, Quests. Ja, das könnte der... Genau, Pre-Launch von Schmiedemeister Garfrost. Und den Umhang haben wir noch. Und ich hoffe, ich werde den Helm bald los. So. Das finde ich ein bisschen schade, dass man zum Transmogger muss, damit man den Helm wirklich ausblenden kann. Das geht nämlich nicht anders. So, blühende Angstschatten. Die sieht freundlich aus, die Pflanze. Die will bestimmt noch mit uns ein bisschen schmusen. Ich hab die so. Die sieht so ein bisschen aus wie die aus Uldaman, ja. Nicht Uldaman hier. Diamol. Düsterbruch. Düsterbruch. Aus dem Düsterbruch sind die. Zack. Oh, und immer ringeknüppelt. Blühende Angstschatten. Na komm, einmal ruf. Und Level up. Angstschattenextrakt 1 von 1, Stufe 55 erreicht. Neuer Dungeon freigeschaltet, die Nebel von Turner's Guide. Oro, eins meiner Lieblingsdungeons mit dem Klatschspiel. Das ist immer wunderbar. Die werden wir natürlich auch noch einmal alle machen. Es gibt ja 4 Level Dungeons, die müssen man auch. Also, ja, man muss nicht, aber man kann die halt machen, ne? Nimmt man dann schon gerne mit. So. Gibt ja auch noch mal ein paar extra Erfahrungspunkte. Zack. Das ist der Becken und da hinten muss ich die Quest abgeben. In einem Gilden-Event haben wir mal hier geangelt.
Die Fische, die hatten auch nur leichte Vergiftungserscheinungen. Keine Toxoiden? Solche, hast du mein Arsen absorbiert? Habt ihr sie gefunden? Kommt, mein Lehrling, unsere Anstrengungen tragen gleich Früchte. Warum fühle ich mich? Wir sind endlich bereit. Wir werden unseren großartigsten Trank erschaffen. Ich weiß zwar nicht mehr, wofür der Trank gedacht war, aber ich bin so stolz auf eure Fortschritte. Markgräfin Stradama wird von euren Erfolgen begeistert sein. Kommt, nun zeigen wir ihr, was wir für sie gemacht haben. Eine letzte Prozedur fehlt noch. Ja, Anima katalysieren. Und den zweiten noch. Der Schleim sieht ein bisschen aufgeregt aus, ne? Wie der da jetzt hier einmal so rum wurschtelt. Und jetzt dürfen wir erstmal den Trank ein bisschen schütteln, ne? Oh. Da ist sie. Wer ruft mich? Wer wagt es, meine Qual durch seine Stimme zu erschweren? Sie ist freundlich. Moment. Dieser Trank. Morelef? Eine Markgräfin? Was ist geschehen? Nein, ich mache das rückgängig. Ich muss. Teure Marileth, vergibt euch. Ich bin verloren. Aber ihr müsst durchhalten. Oh oh. So. Achso, ich muss den Trank jetzt hier nochmal die Rune da nehmen. Ja, Mann. Geil. Rune der Einsicht. Zops. Ich werde durchhalten. Lehrling, seid ihr da? Ich fühle mich komisch. Komisch. Eure Heilfähigkeiten, eure Fähigkeiten haben eine geringe Chance, eurem Ziel Schleim zu injizieren und ihm so im Verlauf von ein paar Sekunden Naturschaden zuzufügen. Ziele, die sterben, während sie mit dem Schleim belegt sind, explodieren und fügen Gegnern in der Nähe den verbleibenden Naturschaden zu. Das ist auch ganz nett. Vergebt mir, ich fühlte mich einen Moment lang etwas benommen, aber ihr habt es geschafft, hupala. Ihr habt den Trank hergestellt. Ich bin so stolz auf euch, welche Freude eure Arbeit unserer Markgräfin gemacht hat. Was für ein Lehrer wäre ich, würde ich euch um Hilfe bitten und meine nicht im Gegenzug anbieten. Wenn ihr Forschung anzustellen habt, habt ihr meine volle Unterstützung. Lasst uns zum Labor gehen. Ich bin maßlos auf eure Erfolge gespannt. Leute, vielen Dank für euch. Ich helfe euch gern bei eurem eigenen Projekt. Wir sehen uns bald, mein Lehrling. Ja, dann gehen wir da mal oben hoch jetzt. Das ist eigentlich, im Grunde genommen müssen wir nur wieder zurück hier. So, diesmal können wir fliegen, das ist ganz praktisch. Und der kleinste Knochen, ne, der hält mich hier fester. Lass mich doch mal los da. So. Seuchenwacht. Haben wir dahin. Ups. Der süße Geruch der Verwesung. Lecker. Boah. Also, wenn wir nachher in den Ardenwald kommen, im Laufe der Geschichte, das ist so ein krasser Kontext, ne? Erst Bastion schick, jetzt seuchig und danach wieder schick Wald. So, schick, Wald. Da müssen wir hin. Und einmal hier runter. Dann können wir jetzt die Rune ermächtigen. Perfekt. Diesmal ist eine kurze Folge. Also, das war jetzt ein kleiner Abschnitt. Und der nächste Abschnitt ist, glaube ich, auch ein bisschen länger wieder. So, gucken wir mal. Resonieren. Rune Nummer 3. Sehr geil. Für die Ehre des Klingenschwurs. Ich sehe, ihr habt also eine Art neuen Verbündeten und es wurde eine neue Rune ermächtigt. Haus der Seuchen. Sehr, sehr geil. Das ist jetzt die Herrin der Spione. Eine übereilte Gefahr und eine übereilt geteilte Gefahr. Ups, jetzt hat er sich doch glatt verlesen hier. Das passiert gelegentlich. Achso, genau, den können wir wegmachen. Den haben wir jetzt fertig hier. Also ihr seht, das geht auch relativ zackig und zügig.
Das haben wir aber nochmal ein bisschen größer machen. Perfekt. Und dann haben wir das auch schon für die nächste Folge vorbereitet. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Das Haus der Seuchen, Geschichte rund um die Markgräfin Stradama und den Seuchenbringer Marilet. Oder den Seuchen, ja, hier Dr. Loris und wir sein Lehrling, haben dann natürlich mitgewirkt. Ja, wir sehen uns im nächsten Let's Play. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht zuzugucken. Vielen Dank fürs Anschauen des Videos. Vesarius meldet sich ab. Falls du kein Video mehr verpassen möchtest, einfach da oben den Kanal abonnieren, coole Sache draufdrücken, Glocke aktivieren, dann kriegst du immer wieder ein neues Video, was ich hochgeladen habe. Und auf der Seite siehst du einen neuen Videovorschlag und auf der Seite da drüben habe ich alle Videos in einer praktischen Playlist zusammengefasst. Schau es dir einfach mal an, ich würde mich darüber sehr freuen.